Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir sind hier wieder fleißig am Machen und Tun, wie immer halt. Jetzt müssen wir langsam schauen, dass die Goldproduktion hier anläuft. Und dann können wir auch die Goldmine ansetzen. Die befinden sich ja rein theoretisch hier hinten, beziehungsweise hier vorne auch. Aber wir werden gleich erstmal hier vorne anfangen zu graben. Und ich werde hierzu mir ein paar vom Großprojekt abziehen, ganz ehrlich gesagt. Die Projekte müssen auch erst das erste Mal zur Seite gehen. Irgendwo, wo ich gerade nichts mache. Gut. Weil wir brauchen hier einen Berg. Bauturm. Weil jetzt ist interessant, weil jetzt haben wir aktuell keine Ressourcen zur Verfügung. Weil der ganze Prozess hier am Laufen ist. Und das uns massiv viele Ressourcen kostet. Dadurch, dass wir aus irgendeinem Grund so viel Tonnen an Ding haben, Düngermittel, obwohl wir die Ziele auf 140 gleich überall gestellt haben, kann das sein, haben wir so viel Düngermittel übrig. Also wir werden auf jeden Fall davon auch noch ein Zwischenlager machen, aber ein bisschen die breite Masse auszustecken ist gleich gar nicht schlecht. Und nachher bauen wir halt hier dann noch so einen Adapter ein, der sagt, wo was soll als erstes hinkommen. Dann wird das auch ganz gut passen. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen was vom Schwefel zur Seite räumen. Und vom Treibstoff her sind wir auch extrem gut dran. Das ist immer noch heftig. Ja, die Dinger gehen jetzt natürlich nicht so schnell, wie wir es bräuchten wahrscheinlich, um wirklich alles zu verbrauchen. Ich könnte das verbessern, aber dafür fehlt mir aktuell die Ressource. Wir bräuchten genau das nochmal verdoppelt. Oder verdreifacht. In der Menge. Weil aktuell ist halt das Problem, dass wir den Weizen zum Beispiel gar nicht rauskriegen. Und das Zeug läuft ja auch schon über super. Das ist natürlich problematisch. Weil somit wird uns langsam auch das Brot ausgehen. Ich werde mal ein kurzes Zwischenlager machen und dann überlegen wir uns, was wir mit dem Resten anfangen. Achso, warte mal, ich muss jetzt F ausschalten, glaube ich. Mit STG kann ich es drehen. Brauche hier nur so einen kleinen Übergangsphasending. Sobald es abmarschiert, sollte auch wieder Brot gebacken werden können. Tierfutter. Warum ist Tierfutter hier mit einem Warnzeichen versehen? Hier produzieren wir immerhin am wenigsten. Bedeutet, es bleibt eigentlich relativ gleich. Hier haben wir Maisbrei. Ah, das ist dann die Flüssigkeit, Maisbrei als Flüssigkeit sozusagen. Jetzt sollte. Ah, jetzt ist wieder Kartoffel das Problem. Jetzt haben wir offiziell die Kartoffel.
überarbeitet sozusagen. Wie schaut es hier mit dem Verkippteam aus? Schaut soweit ganz gut aus. Aber mal falsches Gebiet. Ah, ich habe eh schon welche auf Gold angesetzt. Das bedeutet, wir werden jetzt hier... Ach ja, hier ist auch das erste Golderz schon. Also wir graben uns hier echt langsam rein. Das ist das erste... Die ersten wirklichen Goldreste, die wir hier aufsammeln, anfangen. Jetzt wird Gold produziert. Bloß das Lager ist halt zu klein und wir haben noch keinen Ablageort wirklich dafür. Oder Dichter brauche ich gar nicht. Dich brauche ich gar nicht. Dich kann ich fürs erste pausieren. Du bist unnötig, aber dich kann ich in Zukunft fürs Gold hier brauchen. Wie schaut echt jeder Gold? Es ist eh nur wenig Gold, wenn ich es mir so anschaue. Von daher. So, was war hier die Idee hinter? Also ich glaube, erstmal müssen wir hier den Weg hoch machen. Und dann das Ganze noch auf die Breite hochkriegen. Damit wir dann den Rest ausbauen können. Sonst bleibt nämlich die andere Abfahrt als Hauptsystem geltend. Und wir müssen den Weg dann noch einbauen. Er fährt Golderz. Ach so, fuck, die sind ja an. Aus. Wir können aber eher gerne das Golderz mit einer Prio von 1 versehen. Die Kollegen zocken hier jetzt schon die erste Sache ab. Dann können wir den abreißen, weil wir haben jetzt das Lager hier. Das ist nur das Wasser, was wir exporten. What the hell? Also Wasserprobleme gibt es nicht mehr wirklich so, ne? Irgendwie haben wir mehr Überfluss, wie ich es gedacht hätte. Müsste nur langsam mal hier die Golderzanlage auch laufen. Und leider ist das, was bis heute Probleme macht. Schon jetzt geben wir den allgemeinen mal ein bisschen Boost, dann sollte das ein bisschen wieder flotter gehen. Ich muss natürlich auch dazu sagen, wir haben nur diese eine kleine Mini-Anlage. Wir müssten vielleicht mal den Footprint nehmen und das Ganze ein bisschen erneuern. Um die Masse zu verdoppeln mindestens an Produktionsausgang. Und dann auch hier hinten größere Lager mit wieder Rückführungssystem, dass man sagen kann, hey, ich bringe das zurück ins System. Wo kommst denn du her? Die haben schon Golderzpulver produziert. Ahaha, no. Und die Reihenfolge, um die ich bitte, halten sie sich auch nicht. Es sind ja wieder grandiose Leute hier. Na komm.
ist nicht viel drin, aber ein bisschen was wenigstens. Warum auch immer das Wasser wurde hier auch aufgefüllt. Das ist wieder so. Ja, nee, Import aus. So, Salz, Gold, Goldpulver. Die Absetzbecken sind auch dann fertig. Bedeutet ein Großteil. Bitte liefern Sie es jetzt ans Richtige. Oh, nö. Ich weiß nicht, warum. Ich habe doch hier auf Prio 1 gestellt. Desto höher die Prio. Warte mal, was? Das nehme ich gerade jetzt Zahl, desto höher die Prio. Ach so, falsche Priorität. Warte mal. Dich lasse ich auf P9, aber dich wollte ich auf P1 setzen. Problem gefunden. Golderz mit Sand. Du auch Golderz mit Sand. Auch beides wieder aus. Das muss ich auch noch überall machen, weil ansonsten fängt er mir an, die ganze Zeit wieder Sachen mit LKWs reinzupumpen. Nicht cool. Dasselbe machen wir hier. Ich will nicht, dass hier da Sachen rein geportet werden. Wenn das Goldlager mal einigermaßen fertig wird, dann können wir da ein bisschen was machen. Schnell liefern, vielleicht können wir da noch einen Geschwindigkeitsboost hier rein. Ein bisschen sozusagen die eingehenden Ressourcen von der Geschwindigkeit verbessern, dass die Produktion wieder ein Ticken schneller wird. Stück wird's. Liefer's ans Richtige. Brav so. 60 von 180. Drei solche Lieferungen brauchen wir also insgesamt. Ah, schön. Schön, schön. Urananreicherung haben wir jetzt auch erforscht. Ich glaube aber, dass das kein lustiger Part wird. Das wollen ja machen. Nein. Weil das ist jetzt schon wieder. Also ich sehe das hier nur. Und diese großen Brecher gehen mir jetzt schon auf den Sack. Können Sie die auch im kleinen Format probieren? Also das muss man jetzt alles hochrechnen. Das ist ja größere Problematik, wenn jetzt hier die Lagerung und die Abfälle unterschiedlich sind. Die Frage ist, ob der Kernreaktor vom ganzen anderen dann, ob das Ganze vom, dass das andere so, wenn Leute rein und rauskommen die ganze Zeit. Gut. Nee, aber im Grunde, jetzt habe ich meinen Anschluss verloren, Mensch. Wo war ich bei Uran? Genau, bei Kernreaktoren. So, da waren wir. Anreicherungsanlage. Ich muss im Grunde Fluorwasserstoff und Yellow Cake an angereichertes Uran und nee, wird zu angereicherten Uran und abgereichertes Uran. I don't see any problems with that. Alter, das ist mittlerweile so viel in dieser blöden Liste drin. Es ist ja der Wahnsinn. Nee, die Siedesaline habe ich da schon mal verwendet, oder? Neue Böden haben wir. Ich muss gerade wieder durchgucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Haushaltsgeräte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will keine Waschmaschinen bauen. Nein, danke. Genau, das sind die Wasserkraft, Wasserstoff-Tanks.
Tankstelle. Plus Wasserstoff ist halt noch ein ewig größerer Prozess zum Erstellen. Hier, Wasserstoff. Das bedeutet, dafür bräuchte ich Brenngas und Dampf im Hochdruck und würde halt wieder Kohlendioxid produzieren. Bedeutet, der umweltfreundlichste Weg geht über den Ammoniak. Da kriege ich Stickstoff raus und Wasserstoff. Problem, Ammoniak wieder zu produzieren, ist wieder eine elendige Sache. Wo ich wieder Stickstoff... Ja, das ist wieder sozusagen zurückwandeln. Sonst bräuchte ich saures Wasser, Dampf mit Hochdruck, daraus kriege ich Schwefel, Ammoniak. Ja, okay, da kriege ich das bisschen Ammoniak raus. Also verwende ich jetzt quasi aktuell zum Beispiel hier in der Anlage. Warum hatte ich jetzt nochmal das Rohr gestoppt, aber wahrscheinlich die eine Seite noch nicht fertig war, der das beladen hat. Wie kann es sein, dass wir Stromprobleme haben? Ich sollte echt anfangen, denen mehr Aufgaben zu geben. Die sind viel zu schnell mit dem Kohleabbau. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir lassen hier einen Zweier Vorsprung. Nehmen das hier. Und gehen hier auf minus 10 runter. Gehen dann hier wieder auf eine Fläche. Und graben uns erstmal hier rein. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen tiefer. Das sollte doch fürs Erste genügen an Ideen, oder? Und währenddessen können die anderen die Brücke ein bisschen abbauen. Dann sollten wir hoffentlich wieder Kohle produzieren und mit der Kohle auch gleich wieder die Generatoren anschmeißen können, die jetzt gerade runterfahren. Uncool. Leute, liefert die Kohle. Das ist halt so typisch my problem. Ich fange an, Sachen zu bauen und umzusetzen, die viel zu groß, viel zu wenig im Ende rumbringen. Jetzt hoffen wir mal, dass die Kohle ein bisschen was reinbringt. Und dass die Generatoren gleich wieder ihre Lieferung kriegen. Rein theoretisch könnte ich die direkt an die Mine anschließen, ne? Das wäre auch eine Idee. So rein als Überlegung. Andere Überlegung wäre natürlich auch einfach die Mine mit großen Baggern zu betreiben. Und somit mehr Masse rauszukriegen. Keine Krankheit. Warum sind wir dann bei Minus? Ah, weil kein Strom. Das Stromproblem sollte sich hoffentlich aber gleich wieder auflösen. Die ersten laufen wieder an. Und die Generatoren drehen wieder auf. Super. Und dann soll sich Stück für Stück auch noch ein bisschen Kohle anlagern. Das wäre ein nächstes gutes Ziel. Wird das erste Gold mittlerweile abgeholt? Ich glaube irgendwie nicht. Oder doch? Oh, wir haben sogar schon richtig viel auf Lager. Ein Großteil der Anlage funktioniert sogar schon. So, wait, für was warst du zuständig? Du machst... Du bist dann auch noch niemand. Hier kommt Gestein rein. Aus Gestein machen wir Kies. Ah, und ich gleich habe aus Kies dann Brechsand machen wollen, ne? Damit ich hier mit Brechsand und Kies die Filter bauen kann. Unser Säureproblem von damals hat sich auch schon fast komplett aufgelöst, ne? Das ist purer Wahnsinn. Aber hey, die Anlage funktioniert bis heute für das Ganze. Ich mag mich nicht beschweren darüber.
Das ist super. Wir bauen bloß mal wieder ein bisschen. Läuft die Anlage nicht mehr oder was ist hier? Hä? Warum läufst du nicht mehr? Ach, weil du keine Kohle mehr hast. Hoppala. Aber im Notfall kann der auch ohne, also auf die zweite Variante umsteigen. Das ist wichtig. Ich würde das jetzt nochmal auf Prio 1 setzen. Dann das hier auf Prio 2. Mit dem Rohr. Dich auf Prio 3 und dann die letzten Rohre auf Prio 4. Obwohl Prio 8 können wir dann auch lassen. Warum hatten wir letztes Mal so viele Probleme, dass wir so viel Schwefel produziert haben? Wir hatten ja sonst immer voll das Problem mit Schwefel. Jetzt haben wir gar nicht mal ein Schwefelproblem. Das ist jetzt nervig. Ich will Schwefelprobleme. Lass mich nochmal die grünen Rohre verfolgen. Das Rohr ist eh pausiert. Bedeutet, es kommt gar nichts mehr raus. Alles. Nein, außer du hier. Found you. Hier machen wir noch Rohrleitung 3 hin. Darf ich nicht bauen, weil ich habe gerade nicht genug Ressourcen dafür. Jetzt halt aber. Es verändert erst die Farbe, wenn die Ressourcen drin sind. Aha. Jetzt bin ich gespannt, weil rein theoretisch müsste das ja dann auch wieder entleert werden. Ich den Zusatzgenerator eigentlich noch? So, by the way, ich glaube nicht, gerade nicht. Den schalte ich jetzt mal auf Pause. Oder habe ich den so integriert, dass der eh nur pumpt, wenn nötig? Ich lasse den jetzt was. Ach komm, die bisschen Kohle ist. Hä? Was habe ich jetzt gerade ausgesehen? Das Rohr rüber pausiert, das ist wurscht. Schau mal, jetzt sollte ja die Säure wieder anfangen, das Ganze zu verarbeiten, auch den Schwefel. Ah, die Produktion ist. Da könnt ihr anliefern. Also wie schaut es hier aus? Ah, schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Kann ich eigentlich Schwefel auch schneller herstellen? Oder ist es wirklich nur ein Abfallprodukt, was ich kriegen kann? Abgaswäscher. Er macht wieder Luftverschmutzung. Ich könnte natürlich aus den Abgasen auch Schwefel machen, aber Kohlendioxid. Oh. Das ist halt wieder das Problem. Am Ende mache ich trotzdem wieder. Ich mache es verdampft raus, was natürlich cool ist, weil ich könnte damit ein bisschen Energie irgendwie erzeugen. Aber ich müsste die ganzen Abgase erstmal hier irgendwie rauskriegen.
Wo habe ich denn rein theoretisch überall Abgase? Hier habe ich Abgase. Hier habe ich Abgase. Hier vorne müsste ich Tonnen an Abgasen haben. Wenn ich das alles rauskriegen würde, wäre natürlich schon heftig. Hier haben wir auch Abgase. In der Anlage selber gar nicht so viel, ne? Wenn ich die zwei Rohre, die alle, hier sind ja noch welche, mit denen da drüben rauskrieg, in eine Wäscheanlage für Schwefel, wäre vielleicht eine Idee. Mal, wie viel Umweltverschmutzung machen denn jetzt hier die bestimmten Mengen, wenn wir uns das anschauen? 30 bei 60. 30 bei 60. Hier sind wir beim Dreifachen und machen weniger. Bedeutet, wir würden unsere Luftverschmutzung um einiges reduzieren. Brauchen natürlich Wasser und mit dem Druck könnten wir wieder Energie erzeugen, passiv. Wäre rein theoretisch eine Überlegung, ne? I don't fucking know. Liefert irgendjemand... Wie, ihr seid schon wieder fertig? Alter. Nicht verkippen. Gut, jetzt müssen wir erstmal die Straße abgraben. Aber der Umbau sollte hoffentlich ja relativ schnell gehen, damit wir die Mine in Kraft kriegen. Beziehungsweise die Umfahrung funktioniert. Ja, es gibt eh 3000 Wege nach oben, also von daher, was sollen sie sich beschweren? Es wird ja nur geschaut, dass man währenddessen auch mobil bleibt. So, wie schaut es jetzt mit dem Lager aus? Immer noch schlecht. Hier auch noch kein Gestein. Hier wäre tonnenweise Gestein. Und ich werde dem jetzt noch eine Exportroute hier runtergeben. Zu ihm hier. Kann ich das rein in der Reihenfolge drehen und sagen, ich will zuerst zum Füllen und dann Ding? Wir machen jetzt wieder so Dreierstreifen vor. Die Erde wird auch verkippt immer noch. Es ist Wahnsinn, wie viel. Hey, aber wir haben 50% schon fast durch den Berg durchgegraben. So, bedeutet, der große Brecher müsste jetzt in Einsatz kommen. Er hat hier Gestein drin. Ja, die sind schon alle ready. Problem gleich liegt eher daran, dass wir noch keine Säure haben. Oder wir müssen uns darum jetzt kümmern, dass wir das mit der Abgaswäsche hinkriegen. Gut, dann schauen wir doch mal. Das wird ja sicher unter Verarbeitung sein. Oh, aber Leute, ich würde sagen, das war schon eine sehr, sehr lange Folge für heute. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr euch habt.
und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.